Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen Video in der Reihe Wie sage ich es meinem Kind? Dazu habe ich ja schon mal ein Video gedreht, da ging es darum, wie man mit Kindern über den Tod spricht. Heute geht es darum, wie man über Homosexualität, Transgender spricht, vor allen Dingen im Kleinalter. Also sprechen hier wirklich von Kindergarten bis Grundschulalter. Und mir ist das ganz, ganz wichtig. Ich möchte, dass meine Kinder tolerant aufwachsen, also dass sie tolerant gegenüber Kindern, Menschen sind, die anders sind. Aber auch, dass, wenn sie merken, mit ihnen ist irgendwas, mit ihnen stimmt irgendwas nicht, sie sind anders, als es die Norm vorschreibt, dass sie dann auch das Vertrauen haben und zu mir kommen. Das ist so das Wichtigste, dass man offen über solche Themen spricht, dass die Kinder das Vertrauen haben, wenn etwas ist, dass sie zu dir kommen. Das ist mir unglaublich wichtig. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich ein Mensch bin. Ich habe überhaupt keine Probleme mit Homosexualität, mit Transgender. Ich liebe es, wenn Menschen dazu stehen, wer sie wirklich sind. Und es ist richtig super, anders zu sein. Niemand will so sein wie alle anderen. Also steht dazu, wenn ihr anders seid, steht dazu, was euch anders macht. Ob das jetzt ja, was mit der Liebe zu tun hat oder einfach was anderes. Und ja, heute soll es wie gesagt um die Themen Homosexualität und Transgender gehen und wie ich das irgendwie mit meinen Kindern besprechen kann. Kinder werden unglaublich viel von Medien beeinflusst. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass schwul ein Schimpfwort geworden ist. Wie oft man das von Grundschülern schon hört, du bist schwul als Schimpfwort. Was ist das? Schwulsein ist doch kein Schimpfwort. Das ist eine Lebenseinstellung, das sagt aus, wen ich liebe. Es kann doch kein Schimpfwort sein. Oder dass das eklig ist. Was ist daran eklig, einen anderen Menschen zu lieben? Ganz, ganz furchtbar. Und ich finde, genau da sollte man schon angreifen bei den Kindern. Wenn die schon mit den falschen Werten aufwachsen, wo wollen wir dann irgendwann mal enden? Und dazu habe ich zwei Bücher gelesen, die ich euch auch sehr empfehlen möchte. Beginnen wir mal mit dem hier. Das ist George von Alex Gino aus dem Fischer Verlag. Und George ist ein Junge, denn er fühlt sich nicht als Junge, er fühlt sich als Mädchen, als Melissa. Und hier wird auch von George sie in dem ganzen Buch gesprochen. Und George ist, ich glaube, 10 Jahre alt, geht in die Grundschule und erzählt halt da von ihrem Alltag, wie es ist, wenn man sich nicht als Junge fühlt, sondern ein Mädchen. Und bei ihr ist es wirklich so, dass sie sich nicht traut, sich zu öffnen. Und bei ihr fing das auch schon zeitig an, wirklich mit 3 Jahren hat sie schon die Sachen ihrer Mutter zum Beispiel getragen. Und ich musste teilweise bei dem Buch wirklich weinen, weil die Mutter anfangs so kalt war und so unnachgiebig. Das hat mich so traurig gemacht, weil ich halt einfach nicht so ein Mensch bin. Also ich finde das völlig okay, mir ist es völlig Wurst, ob meine Kinder Männer oder Frauen lieben, ob sie lieber in einem anderen Körper sein wollen, dann unterstütze ich sie dabei, wo ich kann. Ich würde alles tun, was ich kann, damit sie glücklich sind. Und solche Eltern verstehe ich einfach nicht und da war ich traurig. Am Ende ändert sie zum Glück ihre Meinung. Und das Buch ist sowohl für Erwachsene, die mal so ein bisschen schauen wollen, wie geht es denn einem Kind, das Transgender ist, aber auch für Kinder. Wenn sie das Thema einfach interessiert und sie das entsprechende Alter haben, würde ich ihnen einfach das Buch in die Hand drücken und danach aber über das Buch sprechen. Also dass beide das Buch lesen, vielleicht liest man es auch zusammen und dass man dann wirklich auch über das Buch spricht. Also darüber sprechen ist halt das Wichtigste. Ich finde halt Bücher immer sind schön, um einen Gesprächsbeginn zu haben oder dass die Kinder, wenn sie jetzt kommen und eine Frage dazu haben, weil sie halt irgendwas im Fernsehen vielleicht gesehen haben, dass man hier sagt, guck, liest es mal und dann frag mich alles, was du wissen möchtest und ich beantworte dir auch alles. Und wenn ich dir eine Frage nicht beantworten kann, dann googeln wir das Ganze einfach, denn man kann heutzutage jede Frage googeln und bekommt eine Antwort darauf. Das zweite Buch ist von Olivia Jones. Ich liebe sie sehr. Und das ist aus dem Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. Das ist Keine Angst in Andersrum, eine Geschichte vom anderen Ufer. Und wenn ich hier sagen würde, das ist wirklich so für Grundschulalter, das ist schon was für Kindergartenkinder. So ist das auch aufgebaut und so hat Olivia Jones sich das auch gedacht. Und sie sagt hier genau dasselbe, dass man schon bei den kleinen Kindern anfangen muss, einfach dieses Verständnis aufzubauen. Es gibt Menschen, die anders sind. Ich hasse dieses Wort, die einfach nicht der Norm entsprechen. Ganz schlimm, dass man überhaupt Begriffe dafür hat. Also Liebe ist Liebe. Das ist nicht homo oder hetero, Liebe.
fertig, aus Ende. Naja, jedenfalls kommt hier der Junge zum Beispiel heim und sagt, schwul, es wäre ein Schimpfwort und es wäre eklig. Und die Tante, die transgender ist, es wird hier nicht so gesagt, aber die ist transgender, erzählt halt eine Geschichte. Und sie zeigt den Kindern, das Ganze mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Sie führt die Kinder also in ein Land, das andersrum heißt. Und dort ist es völlig normal, dass Frauen Frauen lieben und Männer Männer lieben. Und dann verliebt sich aber eine Frau in einen Mann. Und das ist ganz, ganz furchtbar für die Leute dort. Die werden auch angegriffen und die trennen sich und sind dann ganz unglücklich. Und die Kinder, während sie die Geschichte erzählt, sagt schon so, ah, das ist doch voll doof und wie gemein, das ist doch völlig normal. Also sie sehen das einfach, dieser Perspektivwechsel. Perspektivwechsel ist so wichtig, ganz oft. Und hier einfach mal einen Perspektivwechsel zu wählen. Und im Endeffekt sind es auch in diesem Buch die Kinder, die die Erwachsenen dann in andersrum umstimmen und ihnen zeigen, guckt mal, die sind jetzt so unglücklich, weil sie sich nicht lieben dürfen und es ist völlig egal, wen die lieben, Hauptsache das sind wieder die glücklichen Menschen, die wir kennen und die wir mögen. Und es wird aber auch gesagt, dass es immer Menschen geben wird, die dagegen sind, die Krawall machen, die dich verletzen wollen. Und das ist auch wichtig, dass man das nicht unter den Teppich kehrt. Man sollte, wenn man mit Kindern über solche Themen spricht, immer altersgerecht sprechen. Die Kinder nicht überfordern, aber es auch nicht kindlicher machen, als es sein muss. Also man sollte schon offen sagen, wie es ist, was es da gibt. Sollte auch ganz strikt sagen, dass das nichts Ekliges ist, dass man da keine Vorurteile haben muss, dass das was ganz Natürliches und Normales ist. Niemand kann sich aussuchen, wen er liebt. Und wenn halt dieses Transgender-Problem da ist, dass man da halt offen sein muss und denjenigen so akzeptieren muss, wie er ist. Denn das Schwierigste ist ja meistens für die Person selbst, das erstmal zu akzeptieren, dass sie anders sind. Und dann gegenüber der Gesellschaft ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt, auch nochmal ein sehr schwieriger Schritt. Und wenn schon unsere Kinder lernen, dass Homosexualität und Transgender etwas völlig Normales ist, dann kann unsere Gesellschaft endlich dahin kommen, das mal wirklich komplett zu tolerieren, dass Homo-Ehen nicht mehr irgendwas Besonderes sind, worüber man streiten muss, ob es das gibt oder nicht, wer welche Rechte hat. Ehe ist Ehe, Liebe ist Liebe, völlig egal welches Geschlecht. Ich verlinke euch beide Bücher unten in der Infobox. Also ich kann euch die wirklich sehr empfehlen. Ich habe die beide gelesen. Die kommen jetzt bei uns. Ich habe so ein Fach im Kinderzimmer, wo Bücher drin sind, die halt erst für später was sind. Oder da sind dann auch die Weihnachts- und Osterbücher drin, die halt dann nur einmal im Jahr rausgeholt werden. Und da kommen jetzt die Bücher rein. Und wenn es mal zu dem Punkt kommt, dass wir irgendwo im Fernsehen was sehen, in einer Zeitschrift was sehen, dass Vince zu uns kommt mit diesem Anliegen, er möchte darüber sprechen, dann werde ich mit ihm darüber sprechen und ich werde ihn zu dieser Offenheit, zu dieser Toleranz erziehen auf der einen Seite, aber auch dahingehend erziehen, dass er immer zu mir kommen kann, dass es mir völlig egal ist, wenn er anders ist, dass ich es noch mehr lieben werde, wenn er anders ist, wenn er dazu steht, anders zu sein, nicht mit dem Strom zu schwimmen. Aber es wäre mir auch völlig recht, wenn er jetzt jemand ist, der unbedingt gerne angepasst sein möchte. Wenn es ihn glücklich macht, warum nicht? Also ich möchte meine Kinder zu Offenheit und Toleranz erziehen und auch dazu, dass sie immer Vertrauen zu mir haben können und immer zu mir kommen können, egal um was es geht. Und für dieses Thema fand ich die Bücher einfach wirklich super genial. Das hat jetzt wirklich so dieses Transgender-Thema angesprochen, dass eher die Homosexualität, aber auch das Transgender-Thema, wie gesagt, das für die ganz, ganz Kleinen, das dann schon so für Grundschule mega, einfach toll, kann ich euch nur empfehlen, sind beide in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, was ihr zu dem Thema denkt, ob ihr vielleicht sogar schon mal mit euren Kindern darüber gesprochen habt, was ihr aufgefangen habt, wie Kinder vielleicht darüber denken. Und da können wir uns in den Kommentaren noch ein bisschen austauschen und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!